Die Mutter von 9 Volt mit dem Namen 5 Volt hat zum ersten Mal ihre eigene Geschichte in WarioWare. Ich bin sehr gespannt. Es geht wieder um Nintendo Games. Benimm dich! Das werde ich tun. 5 Volt aus. Alleinerziehend, was? Oh, der Kleine müsste jeden Augenblick nach Hause kommen. Hier ist der Diamond City Shopping Kanal. Also die Sendung muss aber neu sein. Das folgende Produkt wird Sie komplett umhauen. Eine Hightech-Bratpfanne. Bratpfanne? Sie besticht durch edle Glitzerdetails. Oh. Hitzebeständig gegen Nackenschmerzen, gibt den Kindern Nachhilfe und verhilft ihnen garantiert zum Lottogewinn. Das glaube ich nicht. Worauf warten Sie? Ja. Doch bevor Sie anrufen, erstmal etwas Muskelaufbautraining. Bitte was? Das hohe Eigengewicht dieser Bratpfanne macht ein vorbereitendes Muskelworkout zwingend erforderlich. Die wollen einen doch vergackeiern. Bevor Sie also bestellen, arbeiten Sie an Ihrem Bizeps. Ich glaub's ja wohl nicht. So sehen Sie im Handumdrehen aus wie ich. Mal ganz ehrlich, wer von Ihnen will das nicht? Das Workout beginnt nach einer kurzen Werbepause. Ich sag mal so, öfter mal was Neues. Ich dachte, die wäre begeistert. Sie macht auf jeden Fall mit. Ja, Super Mario Kart. Hervorragend. Alter, das war aber schon ziemlich genial. Zwei zerplatzen, was? Ah. Balloon Fight! Juhu. Oh, klasse. In die Höhle mit dir, Link. Weiter so. Bin jetzt ein bisschen gespannt, was alles kommt und bin konzentriert. Aber war sehr schön. Ich nehme die Pfanne, wegen dem Lottogewinn. Eislamber. Ausgezeichnet. Aber den Kondor. Und auch das Masterschwert gehört Link. Zum zweiten Mal Link. Mit Gleichgerechtigkeit. Oh, Mario Clash. Vom Virtual Boy. Weiter so. Eine weitere Virtual Boy-Referenz. Oh, Pinball vom NES, das ist, sehr schön. Das ist natürlich ungewöhnlich. Ist die Fahne? Gut, das war jetzt nichts Konkretes, ne? Erinnert mich ein bisschen an Super Mario 3D Land, aber... Nicht nachlassen! Ist es nicht komplett nicht selbst. Das ist Risen Paradise. Risen Paradise hat ja fast einen identischen... Ein Superball, ne? Das ist keine Feuerblume. Kein Feuerball, ist der Superball. Aus Super Mario Land. Und Endbosskampf. Pit gegen Medusa. Vom NES. Fire Emblem ist auch dabei. Cool. Jetzt kommen auf unsere Kosten Yoshi's Island, Alter. Das ist toll. Das sag ich dir. Gut. Altes Game & Watch Game. Viel Glück. Sind wir auch schon beim Boss ohne Verlust. Blind. Och nee, der Blödsinn. Aber diesmal... Bei WarioWare Smooth Move gab es dieses Minigame zwar auch schon, aber da musste man die Wiimote schwingen wie ein Baseballschläger. Jetzt geht es hier auf Knopfdruck. Das ist toll. Ich schätze mal, 9 Volt kommt jetzt nach Hause. Bin zu Hause. Hallo, Schatz. Die Hamburger sind fertig. Ja. Die Konsole liegt ganz hinten unterm Küchenschrank. Du grüne Neune. Ja, bitteschön. Hä? Mama! Glückwunsch. Gratulation zum Sieg in der Knöpfeliga, LP Markus. Zur Feier des Tages mache ich dir dein Leibgericht. Früher war es mal Hühnerfrikassee. Heute bin ich mir unschlüssig. Spirelli-Topf. Ist auch sehr hoch im Kurs bei mir. Zeit für Muckis. Nee, hat mir gefallen. Mehr passt echt nicht rein. Wie spät ist es? Ich komm zu spät. Mario, warte auf mich. Bis zum nächsten Mal, Hundi.
wollt. Ich frage mich echt, was damit los ist. Machen heute noch mit Penny weiter, aber erstmal möchte ich natürlich gucken, was es noch alles bei ihr gibt. Und das war gut, ne? Benimm dich! Nachdem im letzten Part 18 Volt leider enttäuschte, weil die Gyro-Funktion mich ab und zu im Stich gelassen hat, aber das hier sind halt Knöpfe, ne? Ich bin Typ Knöpfe, bin ich einfach. Das ist toll! Also ich bin jetzt kein großer Fan von 5 Volt geworden, aber sie geht klar. Ihre prominenteste Rolle bleibt wohl bei Game & Wario. Großartig! 9 Volt ja versucht, nachts zu zocken, obwohl er pennen soll. Aber ich weiß schon, dass es auch hier in diesem Spiel vertreten. Bleibt nur dran. Wenn wir erstmal alle Stories haben, es folgen noch mehr Spielmodi, wie ich hörte. Also da stay tuned! Auch das musste man auf der... bei WarioWare Smooth Moves auf der Wii durch rausziehen, also durch das Bewegen der Wii-Mode. Oh, klasse! Muss man so das Masterschwert aus dem Stein ziehen? Auch das ist nicht mehr nötig. Gut gemacht. Was okay ist. Oh mein Gott. Wie schade. Oh, zum ersten Mal sieht man, was passiert, wenn die nicht gewinnt. Flitzt sie auf der Couch, Alter. Der gute Chrome bei Fire Emblem. Na gut, spielst du mal Fire Emblem? Ich kenne das Spielprinzip eher von Advance Wars, wo ich sehr gerne gespielt habe. Fire Emblem müsste ich mal mir gönnen, in der Tat. Intensiver. Niemals nie. Mario Brothers von 1985. 83 war es sogar. Entschuldigung. Versprochen. Risen Paradise, aber ein bisschen einfacher. Risen Paradise Megamix für den 3DS habe ich Let's Played. Viel Glück. Wenn ich irgendwann wirklich kapitulieren musste. Gucken wir da mal ein bisschen früher vielleicht noch. Das sah gut aus. Ich glaub schon, hier, Übung macht den Meister. Das war doch Spitzenklasse, ne? Ja, immerhin getroffen. Immerhin getroffen. Wohlverdient. Deine Belohnung. Es hätte doch was für sich, wenn wir das mal richtig reißen würden. Komm doch mal auf 100 Punkte oder so. Hätte ich schon Bock drauf irgendwie. Hätte ich weiter nach links laufen können, wäre dann am rechten Rand wieder rausgekommen. Hervorragend. Muss ich nächstes Mal probieren. Jetzt wird's schwierig. Stufe 2. Ganz viele Bananen und Panzer auf der Rainbow Road. Nicht im Ernst. War schwer zu erkennen. Das ist aber auch ein bisschen der Sinn hinter der Rainbow Road bei Mario Kart. Großartig. Dass du nicht genau sehen kannst, was da auf der Strecke liegt. Als ob! Es gibt kein Fass an der Stelle. Du schaffst das. Einfach Donkey Kong Country mit drin. Aber live, finde ich super. Was? Ich war doch da! Gemeinski. Diesmal einfach ein paar mehr mal den Button drücken. Mario Clash gab's auch schon im Let's Test. Das Game von eben. Oh nein. Vor allem die Steuerung von Ice Climber ist hier noch viel besser als im eigentlichen Original Ice Climber Game. Da ist das Springen ja... Also springen ja wirklich. Wie hätte ich das eben mit den Karten machen können? Ja, ich hab... Bitte gib acht. Ich hab ins Auge getroffen, nur nicht auf genug anscheinend. Yoshi's Island krieg ich hin, haben wir dieses Jahr schon Let's Played. Also gar nicht lange her. Ich weiß nicht... Ach, ich kann nur zu dem hin. Das ist toll. Jetzt wird's knapp hier. Hat sich doch was mit den 100. Wunschdenken. Ja, im richtigen Augenblick. Sehr schön. Mario Land ist schon geil. Achtung. Nicht
So. Daumen gedrückt. Kriegen wir hin, oder? Na, mal sehen. Die haben bestimmt was, einen Regenschirm. Viehseiten. Das erinnert mich an Wario Land 4. Da gab es ja das Minigame. Immer von den Bossen. Da waren die Bälle auch mal langsamer, mal schneller oder haben sich im Kreis gedreht oder sowas. Aber passt, wackelt und hat Luft, ne? Applaus! Du kannst aufatmen. Ich sollte eine Baseball-Karriere in Angriff nehmen. Tatsache. Perfekt war's nicht, aber mir reicht's. Stufe 3. Tolle Leistung. Die höchste Stufe. Ich dachte, sie kommt selbst in den Genuss des Zockens, wisst ihr? Oh. Na gut. Ausgezeichnet. Nicht von den Blitzkugeln erwischen lassen. Seh die Bunnyinchen. Sehr schön. Sehr schön. Viele Gefahren in Zelda 1. Du schaffst das. Gar nicht schlecht aus bisher hin. Gemüse, die Aubergine. Oh nee. Noch eine Chance? Es ist nicht so einfach. Es ist schon. Ja, also. Waren mehr Gimmicks, du musst erstmal rallen, was da genau ist. Das erinnert mich sogar noch ein bisschen mehr an Captain Toad. Einfach Button Smashing. Oh Mann. Reaktion. Ach, A, loslassen! Ich habe nach links gedrückt und denke mir, warum geht's nicht? Du musst A auch wirklich loslassen. Dammit, Mann. Risen Paradise Stufe 3. Das ist toll. Reicht aber. Oh, da kommen die schon. Kamex, Handlanger. Reicht. Tolle Leistung. Medusa ist down. Gut gemacht. Sehr agil, der Kurze. Ich kann doch nur... Ich dachte schon. Ich glaube an dich. Ich habe immer Angst bei Fire Emblem, dass ich noch irgendwas anderes machen muss. Mit... Nächstes Mal. Es war der Multiplayer von Mario Brothers 1983. Du hast dich übertroffen. Und der Luigi hat sich die Münze geholt. Ja, aber kommt schon, da hätte ich ja reagieren müssen wie sonst was. Bis ich das geschnallt hatte, war es zu spät. Ja? Aber okay, ich komme damit klar. Pause muss sein. Mhm. Bitte lege eine Spielpause ein. 5 Volt. So, wir müssen wieder mit den Gyro-Dingern arbeiten. Penny! Penny, enttäusch mich bitte nicht mit deinen Games, die Enkelin von Dr. Krüger. Gucken wir mal. Die erfindet ja immer komische Sachen, ist ein bisschen aufgedreht. Mal sehen, wie sie sich diesmal präsentiert. Jetzt wird geforscht. Pennys Labor. Ich hab's endlich geschafft. Ach ja, eine neue Erfindung, Penny? Die beste von allen. Opa, jetzt halt dich gut fest, das Stimmwandlerserum. Interessante Farbe. Ein Schluck und jede Stimme gleicht einem Silberklang. Ach was. Jetzt ist mein Traum von der Popstar-Karriere endlich zum Greifen nah. Wie Popstar? Und was wird aus deiner Akademikerlaufbahn? Probier du zuerst, Opa. Ich trau mich nicht. Gute Güte, Penny. Meine Stimme klingt mir ja in die Ohren. Es funktioniert wirklich. Du klingst toll, Opa. Ich habe nichts Geringeres von meiner brillanten Enkelin erwartet, aber am Geschmack lässt sich vielleicht noch... Opa! Vielleicht ist es der Magen. Das könnte am... Na klar, ich glaube, ich weiß jetzt, was ich machen kann. Das sind gesunde, linksdrehende Bakterien für deine Magenflora. Prost, Opa. Diese Sounds. Die bekämpfen sich in seinem Magen. Wie traurig. Gyro. Gyro mal wieder. Das funktioniert gut. Deswegen war es auch in der Demo vertreten, nicht wahr? Hier, komm schon. Knapp vorbei. Was? Es zählte nicht, aber die war doch da.
rasiere ich mal den Dude hier. Mach weiter so! Hältst du da mit? Aber Pennys Stimme ist irgendwie zu erwachsen? Eine der kindlichsten, oder nicht? Okay, zählt. Ich wusste, du kannst das. Ausziehen. Zahnarzt, ja. Guck dir das an. Es funktioniert nicht. Könnte schlimmer sein. Was? Diese Gyrospiele, diese Gyrospiele. Ja. Auch wieder, ne? Demo funktionierende Spiele. Das zählt, ja. Ich wusste nicht, wie viel ich schneiden soll oder was die wollten. Okay, jetzt habe ich dich definitiv am Staubwedel. Penny, du machst dir keine Freunde bei mir. Kuscheln? Pff. Was ein Unfug! Dreh doch den Scheiß! Gut. Ich mit dem 3DS irgendwie 10-mal links, rechts, links, rechts, links, rechts. I came in like a wrecking ball. Hat nicht gereicht, oder was? Zusteigen. Warum ist so weit nach links? Ich habe doch niemals so in die Richtung gemacht. Mach weiter so. Hältst du da mit? Ich glaube, wir noch bis zum Boss kommen. Fast schwer vorstellbar. Gerade so. Was war daran jetzt falsch? Was war daran jetzt falsch? Ich hab's doch ausgekippt. Ähnelt hat dem Trinken von WarioWare Smooth Moves. Genial. Goodie. Mach weiter so. Ja, doch nur Bart stoppeln an den paar Stellen. Das geht klar. Genial. Also ich bezweifle ja nicht, dass man manche Minigames durch, wenn man weiß, wie man das genau zu steuern hat, dass sie dann viel besser funzen und so. Warum diesmal? Oh nein! Schneller, schneller! Soll das gleichmäßig sein? Hat keiner gesagt, ne? Große Klasse! Geh doch nach links! Wie traurig. Das wird eng. Wo sind meine Blutdrucktabletten, wenn man sie mal braucht? Okay. Guck dir das an. Came in like a wrecking ball. Klar, willst du Sushi? Willst du Sushi? Kriegst du Sushi. Ich mach das auch ordentlich und amtlich, ne? Also nochmal von vorne, bitte. Ja, ich neige in die Richtung, er geht nach rechts von uns aus gesehen. Warum ist das so? Das hier funktioniert doch auch tadellos. Ich halte es einfach nicht. Manche gehen nicht. Wie gesagt. Und ich, wie gesagt, schließe auch nicht aus, dass bei neueren Modellen der 3DS-Familie... Knöpfe vorderweg! Touchpad ist auch voll in Ordnung, ne? Nicht ausruhen! Da werdet ihr mich auch kritisieren, das ist mir völlig klar.
Aber ich bin einfach nicht dafür. Ich mach's auch richtig. Ich mache es richtig, aber es wird nicht richtig wahrgenommen. Uns hält keiner auf. Warum macht man das, wenn es nicht funktioniert? Richtig. Wie traurig. Ich bin doch nicht so blöd, um in die Richtung zu lenken oder so. Ich hatte zu Beginn des Let's Plays in Aussicht gestellt, wird das das beste WarioWare aller Zeiten. So war's richtig. Ist es nicht, wegen den Gyro-Spielen. Das ist ein Drittel des gesamten Spiels. Zwei Drittel sind super, ein Drittel ist Mist. Meine Meinung. Nicht alles ist schlecht. Bei den Gyro-Spielen gibt es einige, die funktionieren tadellos. Was macht die denn da, in dem roten Wagen? Guck dir das an! Über die richtige Richtung. Das wird eng! Das ist echt ein bisschen wenig Zeit, ne? Musst du mal zugeben jetzt. Glaubt ihr an mich? Drücken. 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 Einfach drücken. Gut, dann habe ich erkannt, das ist Zahnpasta. Aber was drücken? Ich sollte den Gyrosensor benutzen. Ich habe auch A gedrückt, stell dir vor. Manche stehen ja einfach, wenn ich ein bisschen gefordert bin und ein bisschen fluche, ne? Aber das hier ist, Achtung, kein Penny wert. Große Klasse. Die Story ist jetzt, naja, ist okay, die Story, ne? Nichts Besonderes. Stimme von ihr geht auch ein bisschen halbwegs. Ich mochte sie nicht wirklich, weil sie so einen hyperaktiven Charakter zu haben scheint. Was die Stimme jetzt auch nicht ausdrückt. Also vielleicht sogar die... Wie soll das so schnell? Ja, ich hab das ja schon mal hingekriegt, aber. Oh Mann. Checkt mein WarioWare Smooth Move Let's Play aus. Da krieg ich nicht nur Balancieren hin, sondern halt auch das Fegen ohne Probleme. So muss das sein. Oh, kuschel, kuschel. Schneller. Einmal dürfen wir noch was versiebeln. Phänomenal. Gut. Bonbons. Guck dir das an. Bonbons. Das war der Tipp. Phänomenal. Auch das Nähen zum ersten Mal gesehen hat aber geklappt. Ganz groß. Oh, noch kein Boss. Mann! Weiter geht nicht zu neigen. Ich kann den 3DS nicht weiter neigen. Häng dich rein. Ich neige ihn komplett, bis es nicht mehr geht. Ja, das ist womöglich der Fehler. Und trotzdem. Das Spiel kann so Spaß machen. Warum? Foltert ihr mich so? Immerhin haben wir heute schon die echt tollen... Also 5 Volt hat mir sehr gefallen von den Minigames. Ja, ich bin zu blöd nach links zu... Es geht manchmal nicht. Es kalibriert sich aus oder so. Ich weiß es nicht. Da auch ist der Anfang von... Oh! War Zufall. Ob Dr. Krüger überhaupt noch mal gesund wird. Knifflige Geschichte, wa? Was aus seiner Stimme wird. Große Klasse.
Entweder hast du nicht gut Schwung oder... Bist du damit? So viel Schwung, dass die Zeit halt zu knapp ist. Das ist echt ein bisschen gemein. Fantastisch! Oh, danke. Unfassbar. Und das ist alles Level 1, das ist alles Stufe 1. Mach weiter so! Wehe, der Boss ist eine Katastrophe, ne? So muss das sein! Wehe, der Boss killt mich! Eine polierte Melone. Auch das Minigame funktioniert, obwohl wir es gerade zum ersten Mal gesehen haben. Richtig gut! Danke! Alles. Was ist der Boss? Ah ja. Ich glaube schon, was es ist. Das geht. Ja, aber Moment mal, was ist denn jetzt was? Achso, die... Also Männlein und Weiblein leiten. Die Männlein sind halt die, die stehen... Nicht ausruhen! Moment, was wollen die? Man unterscheidet zwischen... Manche ein bisschen Pipi und manche ein bisschen Kacke oder was? Nein, die Farben sind's. Ach, die Farben sind's. Ich hab noch Geschlecht. Das hat sogar eine ganze Zeit lang funktioniert. So, das Ding ist, der Gyrosensor macht mir hier keinen Strich durch die Rechnung. Wie funktioniert's? Thank God! Wir haben's geschafft, Mann! Genial! Endsequenz von den beiden. Geht's dir besser, Opa? Ja, ja, viel besser. Das hat geholfen. Die Rezeptur ist noch nicht ausgereift. Hättest du vielleicht einen Tipp? Erstmal solltest du den Geschmack verbessern. Klar, danke nochmal für die Hilfe. Und wann klinge ich nun wieder normal? Hä? Penny! Glückwunsch! Nie wieder. Wow, let's play Markus, du hast die Gyro-Liga gemeistert. Deine Techniken würde ich gerne mal studieren. So sehr ich mich gequält habe, so bleibt es doch dabei. Wir werden es gerade nochmal probieren. Und mal sehen, wie weit wir kommen. Penny! Jetzt wird geforscht! Ja, ich kenne die Games jetzt ein bisschen. Also es kann ja nicht noch schlechter werden. So viel Schneid habe ich dann auch noch. Pflaster abreißen! Das läuft! Und das hatten wir eben auch nicht die ganze Zeit. Warte, für 100 Mal das hier. Guck dir das an! Zöpfe schneiden. Phänomenal! Solange die schwarzen Schafe rausgelassen werden, die Minigames, die nicht so recht wollen. Mach weiter so! Nicht so gut wollen wie andere. Schneller, schneller! Ein Lineal. Ich wusste, du guckst das! Am Anfang ging's. Ich hätte nur noch ein bisschen drehen müssen, aber dann am Ende ging's nicht mehr. Es dekalibriert sich anscheinend mit der Zeit. Ich kann mir das nicht erklären. Richtig gut. Richtig gut, würde ich jetzt nicht sagen, ernsthaft. Kann man noch einen gesunden Zahn ziehen? Wenn nicht im Sinne des Erfinders. Ist es möglich? Bestimmt. Und jetzt haben wir doch ein paar gute Minigames. Komplett gedreht. So weit gedreht, dass er halt sich wieder in sich zurückläuft. Das Trinken auf der Wii hatte ich immer gut drauf. Andere schütten sich das immer ins Gesicht, aber ich konnte es. Okay. Keine Bewegung. Das ist natürlich auch interessant. Scheint unser bester Versuch zu werden. So, aufpassen. Ja, WarioWare Smooth Moves gab es halt auch ein Spiel, wo du zwischen Männlein und Weiblein unterscheiden musstest. Und weil das linke, der steht halt da, wie beim Pissoir.
und der rechte sitzt und da Frauen halt zumindest immer sitzen. Ich bin auch dafür, dass eigentlich Kerle sitzen sollten. Hygienischer. Oh, das war ein Gyrophail! Irgendwann geht dieser Gyrosensor kaputt. Ich hab natürlich in die rechte Richtung gezeigt. Hab ich wirklich? Ich bin's mir nicht ein. Es ist nicht, wenn man sagt, ich hab doch gedrückt. Nee, hat man dann nicht. Aber hier. Guck dir das an. Jetzt geht's ab. Viel werden wir von Level 2 nicht haben, aber mal gucken, was kommt. Verdauung, okay. Der Weg durch den Körper. In die Wissenschaft. Ja, jetzt noch. Schwer abzuschätzen, ey. Zählt, ja. Die Katze hat gebraucht. Schneller, schneller. Immer eine höhere Punktzahl als wie zuletzt bei den Euro-Games. Ach, ein Einzelner. Du hast einen Mumm. Hat noch gezählt, Gott sei Dank. Sein. Ich weiß nicht. Rekord aufgestellt! Bis bald! Euch erwarten im nächsten Part die letzte Story, und zwar die von Orbulon. Orbulon. Und dann mal gucken, ob es ein großes Finale gibt. Ob das kleine Mädchen endlich auf Wario treffen wird oder nicht. Tut mir leid, wenn ich immer ein bisschen ausraste. Aber das hat mich halt aufgeregt, dass es manchmal nicht funktioniert, obwohl es eigentlich so gut aussehen könnte und ich eigentlich alles richtig mache. Genug gejammert. Meine Güte, bis zum nächsten Part. Nicht verpassen. Like da lassen. Bis dann und ciao.